Hey ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal True Crime Mini Dokus. Bevor das Video losgeht, wie fast bei jedem Fall, der Zuschauerhinweis. Es wird das Thema sexuelle Übergriffe angesprochen. Albert Henry DeSalvo war ein amerikanischer Vergewaltiger und Serienmörder. Er vergewaltigte und tötete 13 Frauen im Raum Boston. Da er seine Opfer durch Strangulation tötete, gab ihm die Presse den Namen Boston Strangler. Albert DeSalvo wurde am 3. September 1931 in Chelsea, Massachusetts geboren. Sein Vater Frank war ein gewalttätiger Alkoholiker, der oft seine Frau Charlotte körperlich misshandelte. Einmal schlug er ihr vor den Augen der Kinder die Zähne aus, ein anderes Mal verbog er Charlotte die Finger, bis sie brachen. Manchmal brachte er Prostituierte mit nach Hause und nahm vor den Augen seiner Frau und den Kindern sexuelle Handlungen an ihn vor. Die Gewalt prägte auch den jungen Albert sehr. So fing er schon früh an, Tiere zu quälen und begann in seiner Jugend Ladendiebstähle zu begehen. Im November 1943 wird der 12-jährige DeSalvo das erste Mal wegen Körperverletzung und Raub verhaftet. Im Dezember desselben Jahres wurde er in die Lima Schools for Boys eingewiesen, ein Internat für verhaltensauffällige Kinder. Im Oktober 1944 wurde er entlassen und begann als Lieferjunge zu arbeiten. Im August 1946 wurde er erneut in die Lima School for Boys eingewiesen, weil er ein Auto gestohlen hatte. Nachdem DeSalvo seine Strafe abgesessen hatte, trat er der Armee bei. Dort wurde er nach seiner ersten Dienstzeit ehrenhaft entlassen. Zwischen dem 14. Juni 1962 und dem 4. Januar 1964 wurden im Raum Boston 13 alleinstehende Frauen im Alter zwischen 19 und 85 Jahren ermordet. Die meisten Frauen wurden in ihrer Wohnung sexuell missbraucht und dann mit Kleidungsstücken erwürgt. Aus diesem Grund nannte die Presse den Täter Boston Strangler. Zwei von ihnen wurden erstochen, eine von ihnen zudem schwer misshandelt. Da es kein Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung gab, ging man davon aus, dass die Frauen den Mörder entweder kannten oder ihm freiwillig Zutritt gewährten. Das erste Opfer war die 55-jährige Anna Slelsers. Sie kehrte am 14. Juni 1962 gegen 17.30 Uhr von der Arbeit zurück nach Hause. Sie hatte sich noch mit ihrem Sohn Juris verabredet. Als seine Mutter allerdings nicht öffnete, verschaffte er sich mit einem Zweitschlüssel Zutritt zu der Wohnung. Anna lag tot im Flur. Sie war nackt. Der Gürtel des Bademantels war wie eine Schlinge um den Hals geknüpft. Im Bad lief Wasser in die Wanne ein. Juris glaubte erst an einen Selbstmord, doch die Polizei entdeckte am Hals der Toten Kratzspuren und weitere Spuren einer Vergewaltigung. Schon am 30. Juni 1962 setzte sich die Mordserie fort. Diesmal war das Opfer die 68-jährige Nina Nichols. Sie war pensionierte Physiotherapeutin und wohnte im Stadtteil Brighton. Sie wurde auf dem Boden ihres Schlafzimmers gefunden. Sie war mit zwei Nylonstrümpfen erdrosselt worden. Mehrere Schubladen und Schranktüren standen offen. Sachen waren wahllos in der Wohnung verstreut worden. Wertsachen fehlten zur Verwunderung der Ermittler nicht. Eine Obduktion stellte fest, dass Nina Nichols vor ihrem Tod vergewaltigt wurde. Der nächste Mord ereignete sich am 2. Juni 1962 in Lynn, einer Vorstadt von Boston. Nachbarn von der 65-jährigen Helen Blake schellten vergeblich an ihrer Haustür. Aus Angst, dass die Frau möglicherweise in ihrer Wohnung verunglückt war, fragten sie den Hausmeister, ob er ihnen die Tür öffnen könnte. Als der Hausmeister die Tür öffnete, war sie jedoch bereits tot. Auch sie hatte der Mörder mit einem Nylonstrumpf erwürgt. Nach dem Mord an Helen Blake befand sich die Bevölkerung von Boston in heller Aufruhr, so dass der Polizeipräsident Edmund McNamara den Fall zur Chefsache machte. Trotz der Anspannung ging die Mordserie weiter. Am 30. August 1962 traf es die 67-jährige Jane Sullivan. Sie arbeitete als Nachtschwester in einem Bostoner Krankenhaus. Als sie seit über einer Woche nicht mehr zur Arbeit erschienen war, stattete ihr Enkel Dennis Mahoney einen Besuch ab. Als er die Wohnungstür öffnete, kam ihm bereits ein strenger Verwesungsgeruch entgegen. Janes Leiche kniete noch vor der Badewanne, sie trug noch ihren Bademantel, jedoch war die Unterhose bis zu den Knien heruntergezogen. Der Mörder hatte ihren Kopf mehrere Zentimeter tief in die Badewanne eingetaucht. Die Polizei suchte krampfhaft nach einem Täter, fand aber keinen wirklichen Anhaltspunkt, um wen es sich handeln könnte. Das nächste Opfer des Boston Stranglers war die 21-jährige Studentin Sophie Clark. Sie wurde am 5. Dezember 1962 im Wohnzimmer ihres Mietshauses von ihrer Freundin Gloria tot gefunden.
Sie war wie die übrigen Opfer erdrosselt und vergewaltigt worden. Allerdings konnte die Spurensicherung das erste Mal Samenflüssigkeit des Täters sicherstellen. Während die Polizei auf Hochtouren arbeitete, führte der Boston Strangler seine Mordserie fort. Am 31. Dezember 1962 wurde die 23-jährige Sekretärin Patricia Bissett erdrosselt in ihrem Bett gefunden. Der Ablauf war derselbe wie bei den anderen Opfern zuvor. Der Mörder hatte drei Strumpfhosen an ihrem Hals geknotet und ihr so die Luft abgeschnürt. Die Polizei nahm vorerst ihren Chef Jules Rodnam fest, da die Beziehung zwischen ihm und dem Opfer nicht nur auf berufliche Art gewesen war, was er sowohl der Polizei als auch der Familie verschwiegen hat. Er wurde allerdings schnell aufgrund von mangelnder Beweise wieder laufen gelassen. Der Boston Strangler hatte 1962 sieben Morde begangen und die Polizei hatte keinen blassen Schimmer, wer der Mörder war. Seit dem letzten Mord riss die Serie mit einmal ab und es gab auch keinerlei Anzeichen, dass sie fortgeführt werden würde. Doch am 9. Mai 1963 wurde die 26-jährige Beverly Simmons tot mit den Händen ans Bett gefesselt in ihrer Wohnung aufgefunden. Nachdem der Täter sie vergewaltigt hatte, erwürgte er sein Opfer mit einem weißen Schal und einer Nylonstrumpfhose. Doch anders als bei den anderen Morden zuvor war der Tod nicht durch Erdrosseln eingetreten. Der Täter hatte ihr viermal in den Hals und zwölfmal in die rechte Brust gestochen. Trotz der etwas anderen Vorangehensweise ging die Polizei von dem Boston Strangler aus. Das nächste Opfer war Marie Evelyn Corbin. Sie wurde am 8. September 1963 in ihrem Haus tot aufgefunden. Sie war ebenfalls vergewaltigt und anschließend erdrosselt worden. Die Polizei ging davon aus, dass der Täter über die Feuertreppe neben dem Fenster eingedrungen war. Zeugen, die eine auffällige Person sahen, beschrieben ihn als großen, brünetten Mann. Als nächstes traf es die 23-jährige Joanne Graff. Sie galt bereits seit dem Vorabend als vermisst, da sie nicht zu dem Abendessen bei Freunden erschienen war. Als sie am nächsten Tag ebenfalls nicht zur Arbeit erschien, verschaffte sich die Polizei Zutritt zu ihrer Wohnung. Dort fanden sie die junge Frau tot auf ihrem Bett vor. Ihr rechtes Bein baumelte leblos herab. Der Mörder hat wie bei den anderen Opfern zuvor aus seiner Nylonstrumpfhose eine tödliche Schlinge geknüpft und es dem Opfer um den Hals gelegt. Ihr Körper war mit zahlreichen Kratzspuren übersät. Ein Nachbar äußerte der Polizei gegenüber, Tage vor dem Mord mehrfach einen Mann in der Eingangshalle gesehen zu haben. Die Polizei war mittlerweile so verzweifelt, dass sie sogar die Hilfe eines Hellsehers in Anspruch nahm. Doch am 27. Oktober 1964 nahm der Fall eine bedeutende Wendung. An dem Tag betrat Albert DeSalvo, der sich als Detektiv ausgab, die Wohnung einer jungen Frau. Er fesselte sie ans Bett, vergewaltigte sie und ging plötzlich mit den Worten: "Es tut mir leid." Die Beschreibung des Opfers identifizierte DeSalvo als Täter. Als ein Foto veröffentlicht wurde, sagten viele Frauen aus, dass sie von diesem Mann angegriffen wurden. DeSalvo wurde zunächst nicht als Verdächtiger mit dem Morden des Boston Stranglers in Verbindung gebracht. Nachdem er allerdings wegen der Vergewaltigung angeklagt worden war, legte er ein detailliertes Geständnis über die Aktivität als Boston Strangler ab. Er gestand zunächst gegenüber seinem Mithäftling George Nasser, der es seinem Anwalt F. Lee Bailey, der auch DeSalvos Verteidigung übernahm, erzählte. Die Polizei war beeindruckt von der Genauigkeit von DeSalvos Beschreibung der Tatorte. Es gab zwar einige Ungereimtheiten, aber er konnte Details nennen, die der Öffentlichkeit vorenthalten worden waren. Sein Geständnis konnte nicht durch Beweise untermauert werden, weswegen er wegen früherer nicht miteinander verbundener Raub- und Sexualdelikte angeklagt wurde. DeSalvo wurde 1967 zur lebenslangen Haft verurteilt. Albert DeSalvo wurde am 26. November 1973 tot im Gefängniskrankenhaus aufgefunden. Er wurde von einem nicht identifizierten Mithäftling mit einem Messerstich ins Herz getötet. Am 11. Juli 2013 gab das Boston Police Department bekannt, DNA-Beweise gefunden zu haben, die DeSalvo mit einem der Morde vom Boston Strangler in Verbindung bringt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zu-Ende-Schauen des Videos. Ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Tag und sonst bleibt mir nur zu sagen, danke und ciao.